Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pure White. Die letzten Parts sind hier am stattfinden und so. Und letztes Mal haben wir den Psycho-Ollen besiegt. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass hier der Kampftyp drin ist. Doch, das ist wahr. Ich so, doch. Ja. Weil da habe ich am meisten Zuversicht, dass wir das irgendwie schaffen. Weil wir Flug-Pokémon haben und. Aber da habe ich halt die Befürchtung, dass die alle Rockslide können und Steinkante. Aber man weiß ja nie. Im letzten Part ist uns ein Dreierkampf über den Weg gelaufen. Ich habe jetzt Angst, dass in jedem Top 4 Part uns ein Dreierkampf begegnet. Und das wäre nicht so schön. Deswegen bereite ich mich schon mal auf den Dreierkampf vor und sage, dass ich Fake Buzzy, Tammy und Hunter nach vorne schicke. Ich hoffe, dass es kein Dreierkampf ist. Bitte lass es ein Einzel. Bitte lass es eine Ausnahme gewesen sein. Okay. Yo. Hi. Du bist ja jetzt eine Frau, ne? Lass mal sehen. Also so fraulich siehst du jetzt aber nicht aus, finde ich. Du siehst schon noch ein bisschen. Du siehst schon männlich aus. Und es ist ein Dreierkampf. Mit Lucario. Oh, mir steigt gerade der Ekel hoch, ey. Kacke. Nein, warum? Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich bin am Überlegen, was ich tun soll. Weil das jetzt ganz schön wahrscheinlich ich gehe auf Hunter und mach's Siedewasser. Weil ich einfach möchte, dass die verbrannt sind. Ich habe insgeheim natürlich drauf gehofft. Nein, bitte nicht. Was ist das jetzt? Left oben. Ja, schön. Toll. Machst du gut. Ich möchte, dass er verbrannt ist. Stone Edge. Ich glaube, das Spiel ist für mich gelaufen. Ach du Scheiße. Mann, Leute, dann wird ihn krass, ne? Ich glaube, ich werde dann einfach mal versuchen, alle zu paralysieren. Wie wäre es damit? Das klingt doch nach einer voll guten Idee. Ice Punch. Tot, ne? Okay. Er lebt. Rigi lebt. Rigi lebt. Ich hoffe, dass er jetzt einfach switcht. Switch. Switch, danke. Und er ist hat. Bitte paralysiere. Ja, danke schön. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay, 2 von 3 sind jetzt paralysiert. Das, was ich eigentlich wirklich gerne paralysieren wollte, ist nicht paralysiert. Ja. Ich frage mich gerade, ob Hummingbird schneller als alle anderen ist, weil dieses Mienchao da ist am schnellsten. Und ich glaube gerade, dass ich doch am liebsten diesen Trainer zum Schluss gemacht hätte. Ja, das weiß ich jetzt auch. Aber gut, wir machen einmal Acrobatics. Oh nein. Okay, wir sind schneller als das Ding. Das hält nicht so viel aus. Vielleicht haben wir Glück. Das sind die 20 kp gewesen, Leute. Ich sag's euch. Wetten, er hätte überlebt, hätte er diese 20 kp noch gehabt. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir hauen jetzt kurz mit Madin irgendwas mit Brave Bird an, oder wir versuchen so langsam unsere Leute wieder zu beleben. Und ich wäre dafür, dass wir einfach bam. Oh, Glück gehabt. Oh, scheiße, jetzt haben wir das bisschen da mit Brave Bird. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie. Aber es ist ja kein Ding, gibt auch nicht so viel Rückschussstand. Okay, das ist keine Scheiße. Eine Rutze. Ja, lecker. Ich habe ein bisschen Angst. Nochmal Brave Bird. Oh nein! Oh Gott! Lucario! No! Thunder Punch, natürlich, Leute. Wie sollte es anders sein? Wenn man kein Stone Edge lernen kann, was Lucario glaube ich nicht kann, dann bringt man ihm natürlich Thunder Punch bei. Nur damit das mal klar ist. Ehrlich gesagt möchte ich Tammy vorne haben. Nein. Tammy!
Kennst du Tammy? Ach, das geht so nicht. Ach so. Natürlich geht ich. Natürlich kann ich nicht drehen und heilen. Das funktioniert so nicht. Entweder muss Buzz jetzt draufgehen oder er muss draufgehen. Er muss draufgehen. Okay. Wir sind uns alle einig, dass er draufgehen muss. Ich bin gerade überlegen, wen ich wiederbeleben soll. Also Donnerpunch, Eispunch und das kann wahrscheinlich Stone Edge, das Conkeldurr. Ich bin gerade echt am überlegen, wen ich wiederbeleben soll. Fake Buzz hat auf jeden Fall den Helm. Mich würde mal interessieren, wenn ich Hummingbird ja wiederbelebe, ne? Dann ist es ja immer genau die Hälfte, die Beleber wieder aufheilt. Ist genau die Hälfte dann der Fall, dass das, die Ability von Hummingbird ist ja, wenn die KP die Hälfte erreichen, dass sie dann, dass alle Stats den halben Wert haben, oder ist das erst unter der Hälfte der Fall? Das weiß ich nämlich nicht. Deswegen, das irritiert mich gerade. Ich so, was soll ich tun? Ich glaube, ich belebe Hummingbird wieder. Ach man, hätte ja auch mal sein können, dass er paralysiert ist. Das hätte mir echt geholfen. Oh, er lebt! Er lebt! Er lebt! Ich glaub's ja gerade gar nicht, dass er lebt. Das ist... Wow. Das eröffnet mir viele Möglichkeiten oder so. Ich glaube, dann belebe ich noch jemanden wieder. Andere finden das wahrscheinlich jetzt nicht so schlau, aber ich schon. Weil ich brauche ja auch welche in der Rückhand. Weil wenn ich gleich keinen mehr habe und dann irgendwer stirbt, dann ist vorbei. Oh, nein. Hey, Mann, nein. Hey, Mann. Nein, bitte nicht. Komm schon. Das ist jetzt nicht... Okay, wetten wir. Also ich würde jetzt angreifen, ne? Mit Psybeam. Ach, ob das so schlau ist. Ach, ich weiß nicht, ey. Vielleicht sollte ich auch einfach jemanden aufheilen. Ich glaube, das ist besser. Ja, ich glaube schon. Aber wen? Ich habe irgendwie nicht genug Sachen, habe ich das Gefühl, zum Aufheilen. Ich heile einfach Hummingbird voll auf, weil ich mir halt, wie gesagt, nicht sicher bin. Okay, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil das hat ja keine Wirkung darauf gehabt. Okay, und du kriegst meinen Rocky-Helm noch ab. Go, Marlin. Ich kann nichts, aber ich bin trotzdem im Team. Und Brave Bird, dafür bist du da. Einfach Brave Bird, bis die Bude kracht, hör mal. Nee. Alles klar. Ja, das war ein bisschen scheiße. Und dann noch mit Leftovers, das ist nicht so schön. Okay, Tammy, was geht so? Wie wär's, wenn wir eine Runde fliegen? Oh, shit. Ja, du bist trotzdem schneller. Nice. Egal, wohin er switcht, das tut dir auf jeden Fall ein bisschen weh. Nicht. Vielleicht, es hat wohl Bulk up. Ist das draußen? Nein, er switcht zu Lucario, das ist schön. Okay. Also ich sollte jetzt vielleicht Leaf Storm machen. Einfach aus dem Grund, ich mache Leaf Storm. Alles klar. Weil Conkeldurr hat zwei Bulk-Ups drauf und wenn ich damit Fliegen angreife, da lacht er drüber. Okay. Stone Edge! Okay. Aua. Jimmy noch! Nja. Hi, das meinte ich nämlich jetzt. Jetzt habe ich gar keinen mehr, weil ich einfach draufgehauen habe wie eine Behinderte. Okay. Paralyse. Nein. Lebe, Hummingbird, lebe. Danke. Vielen Dank, dass du lebst. Ist ja egal, wohin. Ist doch voll scheißegal, warum fragen die mich sowas? So, ich muss doch eh rotaten. Okay. Hummingbird lebt. Ich könnte jetzt noch jemanden wiederbeleben. Oder darauf vertrauen, dass Hummingbird... Ja, ich belebe jemanden wieder. Ich vertraue nicht gerade so. Nee.
Ja. Yeah. Amen. Tammy, komm. Ich glaube, ich habe das Einzige, was ich für sinnvoll gerade halte. Aua. Also Paralyse ist ja nicht so dein Ding, ne? Das sehe ich schon. Oh mein Gott, ey, ich bin auch so eine Behinderte. Nein, nein, nein. Ja, ich überlebe Buzzy immer wieder wegen dem Rocky-Helm. Bean! Ich könnte ja noch Regi wiederbeleben. Einfach so, for the lulz. No, no, no. Ja, doch. Vielleicht habe ich ja Glück und irgendwann greift Konkel du an und ist dann auch paralysiert. Oh mein Gott! Halleluja, hör mal, Halleluja! Halleluja! Singing Halleluja! So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Weil wir ja so mutig sind. So rum. Da greifen wir nochmal mit Leafstorm an. Egal, wer nach vorne kommt, der sollte kaputt sein. Nein! Tammy, misst doch nicht! Warum? Nein, es war so wichtig, dass sie trifft. Das war so wichtig. Und sie trifft einfach nicht. Sie denkt sich so, nö. Nö, heute nicht, sorry. Heute ist nicht so mein Tag. Ich treffe lieber nicht. Es tut mir leid. Okay, ich habe jetzt zwei... Okay, nein. Ich mache Discharge. Er trifft mit Extreme Speed aus der Paralyse raus. Das ist natürlich immer schön, aber ich lebe noch. Das ist gut. So, tschüss. Jetzt kommt natürlich ein neues, was voll nicht angegriffen ist. Oh nee, komm. Das ist nicht schön. Ich greife trotzdem an. Mit Discharge wieder. Wegen halt, ich habe halt immer Angst, dass Konkeldo nach vorne kommt. Dieses Bibi-Bisschen, ey. Jetzt macht er eine Top-Genesung, oder? Ey, wenn er jetzt eine Top-Genesung macht, ich muss weinen, wenn er das tut. Nein. Und ich habe nur noch 90 Beleber. Das ist nicht so gut. Okay, auf jeden Fall Regi wiederbeleben. Jetzt kommen die Revive-Taktiken. Ey, bitte mach keine Top-Genesung, ey. Ich flehe dich an. Danke. Ach, und er macht Rock Slide, ne. Natürlich, man, dann zieht dem das nichts ab. Okay, ja, Hilfe. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ah! Ja, ich emme viel rum, ne? Keine Ahnung. Hilfe. I need help. Und er trifft immer wieder. Oh Mann, nee. Ist Mami so sad. Ist so traurig. Oh Mensch. Immer niemand nicht tun. Keiner überlebt. Vielleicht. Nee. Hunter vielleicht? Ja, vielleicht. Ich meine, da hat er voll die gute Verteidigung. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut, dass das passiert ist. Weil jetzt habe ich eine Rücklage. Das heißt, mit dem nächsten kann ich sogar angreifen. Jetzt ist die Frage, wen ich hole. Zum Angreifen. Ich glaube, Hummingbird. Weil er einfach, weiß ich nicht, ich glaube, der ist der Stärkste aus meinem Team. Oh mein Gott, holy shit, ey. Jetzt geht's voll ab. Okay. So. Ja, Fake Buzzy hält sich wacker. Der denkt sich so, ja, yeah, ich bin der Boss. Jetzt heile ich noch jemanden. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt bestimmt so, aber das muss sein. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich da stand mit einem Pokémon. Oh, das zieht nicht viel. Oh, du Opfer. Das tut dir aber auch weh. Das ist sehr gut. Und jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich... das ist also so eine Sache. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich mache eine Hyper-Potion auf Hummingbird. Das wäre eine ziemlich gute Idee, denke ich mal. Eieieiei, der Kampf ist echt ein bisschen scheiße. Ja, sauber! Nice! Ja! Tschüss! Okay, das war sehr gut. Und der hat noch... Oh mein Gott.
Holy shit. Holy fuck. Okay. Ich heile sogar mal Fake Bossy auf, weil ich hoffe, dass der irgendwelche komischen Kampfattacken oder Psychoattacken mit dem Gelade macht. Das wäre ziemlich cool. Okay. Rocks, ja. Tschüss. Ach, und ein Critical Hit auch noch. Ja. Sind wir heute mal wieder unfair. Hm. Ja. Das Team ist legit. Okay, ich weiß nicht, ob er aufs Crafty geht. Dieses Thunder... Okay, das ist eine... 75 zu 25 Chance? Kann man das so aufrechnen? Nee. Egal, ihr wisst, was ich meine. Es ist eine... 2 zu 1 Chance, dass ich mit Thunder Wave irgendwas... Oh, bitte nicht zu Scrafty. Danke. Nice. Jetzt macht der Rockslide und ich bin weg. Ja, tschüss. Das war mir so klar. Das war einfach so klar. Okay, Hummingbird. Egal, was du tust, bitte kill irgendwas. Bitte. Sonst habe ich gleich wieder nur Hunter da vorne. Nein, das lebt. Das lebt. Nein, es lebt nicht. Vielen Dank. Oh, danke, dass du es getötet hast. Oh, mein Gott, danke. Okay, Acrobatics. Einfach all over the place. Acrobatics. Spam. Sturdy, ne? Was nun noch? No! Oh, ja. Ja. Ah, yum. Okay. Ja, das ist gut. Das ist doch gut, oder? Ich glaube schon. Ah, jetzt habe ich Angst wegen der Beere, die sich da aktiviert hat. Oh, come on. Ja, ich hab's geschafft. Okay, boah. Das war ein bisschen haarig, ne? Boah. Haben wir gehört, Level 77. Okay, ich glaube, das war echt schwer. Also, ich fand das schwer. Boah, und ich hätte eigentlich gedacht, dass ich bei dem am leichtesten durchkomme, aber das war echt hart. Das war jetzt ein bisschen krass. Und ich habe hier auch sehr viele Sachen verbraucht. Was mir nicht so schmeckt. Und ich sehe gerade den Revive nicht. Ich habe 85 Revives nur noch. Ich hatte 99! 99! Und jetzt habe ich gleich nur noch 81. Boah. Das geht ja weg wie die Wutz. Und ich habe noch 4 Kämpfe vor mir. 4 Stück. Okay, Hyper Potions und noch 64. Okay, eigentlich ist das viel, ne? Aber nein. Wer steht mir denn noch bevor? Geist, ne? Und Unlicht? Geist und Unlicht, die beiden noch? Oder war da noch was anderes? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ich bin auch gerade fertig mit den Nerven. Ich speichere noch mal. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem dritten von vieren. Ich weiß noch nicht wem. Bis dahin.